wenn ich jetzt in der letzten Zeit einmal ein bisschen im Fernsehen schaue und im Radio her, was dieser Beckstein über diesen Kosovo-Krieg da drunten in Albanien verzeiht und dass eine Familienzusammenführung nicht möglich ist und dass Minderheiten in Albanien oder im Kosovo nicht verfolgt werden und dass es überhaupt keinen Grund gibt, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen und bis zum letzten Augenblick warten. Und wenn ein Beckstein mit, weiß ich nicht, 68 Jahren oder wie alt das der ist, es nötig hat, über ein Dreivierteljahr einen 14-jährigen Türken zu verfolgen. Und ich muss einmal wirklich sagen, er ist in Deutschland auf die Welt gekommen und jeder, der in Deutschland auf die Welt kommt, der ist zuerst einmal ein Deutscher. Ja. Dann muss ich mich wirklich dafür schämen, dass solche Leute wie der Beckstein Innenminister sind. Und ich habe ihn halt nicht gewählt. Und dadurch kann ich mir natürlich auch erlauben, dass ich einem Beckstein sage, was ich von ihm halte. Und das vertragt natürlich ein Beckstein nicht, wenn er es hört. Und der zeigt mich an, weil ich ihn beleidigt habe. Wegen Ehrbeleidigung. Ja, das muss doch mir wer sagen, dass der eine Ehre hat. Das weiß ich doch nicht. Der rennt doch nicht mit einem Schüttel um den Hals rum und da steht drauf, ich habe auch eine Ehre. Das habe ich. Ich habe doch nur gehört, was der gesagt hat. Und da sage ich dann, dass ich das nicht in Ordnung finde. Und mein Gott, nein, wirklich. Da habe ich halt dann gemutmaßt. Ich darf es ja nicht auswendig sagen, ich muss es euch vorlesen. Da habe ich gemutmaßt, dass der Beckstein praktisch nicht normal auf die Welt gekommen ist, sondern dass der praktisch eines Tages, habe ich gesagt, warte mal, wo steht's denn? Eines Tages. Die Welt war noch jung. Ist ein großer schwarzer Vogel aus dem Universum rausgekommen und der hat so total Bauchweh gehabt und Blatt hat es. Und er wollte einfach nicht ins Universum scheißen, weil er gesagt hat, das tut man nicht. Einfach so irgendwo hinscheißen. Und dann sieht er diesen wunderschönen Planeten und sagt, oh, ein Klo, endlich. Oh. Was soll ich sagen? Es war wahrscheinlich ein Zufall, dass er über Bayern seinen Darm entleert hat. Flutsch war der Beckstein da. Und was soll ich sagen? Wenn halt einer so gegen Menschenrechte ist, wenn halt einer in seinem eigenen Land Waffen produziert und die verkauft ins Ausland und sich dann wundert, dass dort mit diesen Waffen Kriege geführt werden und sich dann dagegen auflehnt, wenn die Flüchtlinge von diesen Kriegen in dieses Land kommen wollen, aus dem die Waffen stammen, dann muss ich ihm einfach sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich sage ihm das auf meine bayerische Art und Weise, ein bisschen gescherter wie die anderen. Und da fühlt sich der in seiner Ehre beleidigt. Jetzt muss ich einmal fragen, wo war denn meine Ehre? Wie zu mir ein 28-jähriger Polizist gesagt hat, Bücken und Arschbacken auseinander. Wo war denn meine Ehre, wie er in meinem Haus, in mein Scheißhaus gehen wollte und zu mir haben zwei Polizisten gesagt, habe ich die Tür auflassen? Wo war denn meine Ehre, wie sie mich um zwei in der Nacht aufgehalten haben und ich bin halber nackt am Vorbeibus gelaufen? Wo war denn da meine Ehre? Wo ist denn die Ehre von den 14-jährigen Kindern, die es verhaften auf der Straße? Haben die keine Ehre? Oder hat bloß der Beckstein eine? Ich singe ein Lied für den Beckstein, weil der Beckstein ist ja wie gesagt. Immer wenn der Beckstein eine Rede hält, dann hat er so abgeschirmt das Mikrofon, habt ihr das schon mal gesehen? Und beim Beckstein ist immer so ein immer so. Ja, zuerst haben sie gemeint, die haben irgendwie einen Strom falsch angezapft, weil es immer so. Die ganze Zeit der Beckstein hat gesagt, ja, wir müssen die Polizeiarbeit sichern. Sicherer machen unsere Beamten, die brauchen mehr Freiheiten, das geht doch nicht so weiter. Das ist die ganze Zeit und die haben rumgesucht, was das ist, ob irgendeine Membrane von einem Lautsprecher kaputt ist. Bis sich herausgestellt hat, dass der Beckstein im Genick hinten einen dritten Schließmuskel gehabt hat. Na ehrlich war, sie haben es daran erkannt, weil plötzlich einmal einer hinter ihm gestanden ist und gesagt hat, schau mal, was läuft am Beckstein da oben? Und dann hat er es gehört. Und ich glaube ja, dass der Beckstein eine Mutation ist. Also der Zukunftspolitiker praktisch, mit einem dritten Schließmuskel im Nackenbereich. Das ist praktisch, wenn das Hirn zum Faulen anfängt, dann gast ist. Und das kann ja nirgends raus. Der darf ja irgendwann die Augen rausdrucken. Und das ist praktisch jetzt die Mutation von dem Zukunftspolitiker, der hat im Knack hinten einen dritten Schließmuskel und immer wenn das Hirn zum Gasen anfängt und zum Faulen, dann läuft ihm da hinten praktisch der Batzen auf. So, also dem kannst du praktisch gar nicht ins Genick reinkotzen, weil der darf das gar nicht checken.
Denen läuft ständig warm über den Buckel runter praktisch. Also denen läuft praktisch das Hirn zwischen die Arschbacken durch. Ja, ehrlich wahr.